إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وغير خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch allen sein. Ich habe gesagt, ich wollte ein Statement über den Tod von meinem Schwiegervater, möge Allah sich ihm erbarmen, machen will. Und ich möchte mich etwas kurz halten dabei und ich hoffe, dass wir einige Lehren daraus ziehen können. Man muss sich gestern um die Mittagszeit ungefähr, hat meine Frau einen Anruf bekommen aus Marokko, dass ihr Vater gestorben ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sie sehr traurig war und die Kinder sehr traurig waren, ich auch traurig war. Und natürlich bei meiner Frau war es natürlich sehr, sehr stark, obwohl es diesmal nicht so schockierend war, wie beispielsweise der ein oder andere, der die Seite schon länger verfolgt, hat das vielleicht mitbekommen. Vor ungefähr anderthalb Jahren ist ihr Bruder gestorben, der 40 war zu dem Zeitpunkt, dessen Frau schwanger war zu dem Zeitpunkt bei einem Autounfall. Und solche plötzlicher Tod ist immer heftiger oder schwerer zu verkraften für einen Menschen, als wenn jetzt ein Mann, ihr Vater war 86 und war seit langen, vielen Jahren ein Pflegefall gewesen, ja. Also das heißt, damals, wo meine Frau auf einmal mitten in der Nacht total außer sich war, am Telefon und total schockiert war und in Tränen ausgebrochen ist, habe ich eigentlich gedacht, dass ihr Vater gestorben ist. Ja, und dann heißt es auf einmal, der Bruder ist gestorben, der kleine Bruder. Das war schon extrem heftig, ne, muss man sagen. Ne? Das könnt ihr euch sicherlich auch alle vorstellen, wenn man auf einmal hört, da ist einer, der kerngesund ist, auf einmal gestorben bei einem Autounfall, ein Lastwagen ist hinten auf ihn drauf gefahren. Da steckt ja keiner drin. Jeder von uns könnte morgen irgendwo stehen an der Autobahn im Stau und dann fährt hinten ein Lastwagen voll auf ihn drauf mit 120 km/h und dann bleibt nicht mehr viel von einem übrig. Auf jeden Fall, trotz alledessen ist es natürlich immer für jeden Menschen, egal ob Muslim oder nicht Muslim, ein großer Verlust und sehr schmerzhaft, wenn jemand aus der Familie stirbt, der einem so lieb ist, wie der Vater, die Kinder, die Mutter etc., der Bruder. Wo kann ich hier anfangen? Erstmal, was war der, möge Allah sich ihm erbarmen, was war er für ein Mensch gewesen? Ich habe oft Statements gemacht zum Tod von Stars, wo ich darüber rede, wie endlich dieses Leben ist, wo Stars beispielsweise plötzlich gestorben sind und Alhamdulillah, hier haben wir jemanden, der als Muslim gestorben ist, der immer gebetet hat und ein einfacher Mensch gewesen ist. Ich muss sagen, bei meiner Familie in Marokko, von meiner Frau die Seite, was mich immer sehr beeindruckt hat, war, dass sie alle
einfache Menschen sind, liebe Menschen, die nichts Böses in sich tragen. Natürlich, wir machen alle Sünden, ganz klar, aber ihr wisst, wie ich das meine. Es gibt keinen Menschen, der keine Sünden macht, aber wo so keine Bösartigkeit ist, ja, wo man das nicht spürt, wie Neid, Machtgier, Falschheit, Hinterhältigkeit und solche Sachen. Und der Vater von meiner Frau war halt ein sehr armer Mensch, eigentlich ursprünglich gewesen, konnte nicht lesen und nicht schreiben, ist in Tetuan geboren und dann später nach Marrakesch, hat praktisch um sein Überleben gekämpft. Das war jemand, der jetzt nicht viel Wissen hatte in der Religion, ein einfacher Mensch, der gläubig gewesen ist, der immer zur Moschee gegangen ist, immer zum Fächergebet gegangen ist, solange er gesund war. Natürlich später, wo er krank war, konnte er kaum selber laufen. Und, das hat sich auch wiedergespiegelt. So wie man lebt, so stirbt man auch. Man hat dann zum Beispiel nachher, war er so ein Pflegefall, dass er auch nicht mehr selbstständig richtig denken konnte teilweise. Und dann hat er manchmal einfach, wenn die zum Beispiel zu Hause gebetet haben und er ist aufgestanden und hat sogar vergessen, Wudu zu machen, weil er einfach krank gewesen ist. Aber das Gebet, das musste Mashallah Tabarakallah immer sein, möge Allah sich ihm erbarmen. Und deswegen ist es wichtig für uns im Islam erstmal diese ständigen Taten immer zu machen. Man wird aufgeweckt, wie man stirbt. Man stirbt meistens so, wie man gelebt hat. Und deswegen ist es auch so gefährlich, sich mit Musik den ganzen Tag zu bedröhnen. Weil das oft dazu führen kann, dass man in den letzten Momenten des Todes, anstatt die Shahada zu sagen, oder anstatt diese Sehnsucht zu Allah zu haben, auf einmal irgendwelche Lieder singt und die Shahada gar nicht mehr sagen kann und das gar nicht mehr schafft. Und das sind schlechte Zeichen beim Tod. Ja, das erstmal als erstes. Und der Prophet Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, der sagte, Man ahabba lika Allah, ahabba Allahu likahu. Wer die Begegnung mit Allah liebt, so liebt Allah die Begegnung mit ihm. Man kar wa man kariha lika Allah, kariha Allahu likahu. Und wer die Begegnung mit Allah verabscheut, so verabscheut Allah die Begegnung mit ihm. Und das ist hier sehr gefährlich, denn wenn man die ganze Dunya nur genutzt hat, um Reichtum aufzubauen, dann ist es dann oft so, dass man die Begegnung mit Allah verabscheut. Warum? Weil man hat sich im Akhirah kein Schloss aufgebaut. Wie gesagt, er war jemand, der nicht so viel Wissen hatte, weil er eben nicht lesen und nicht schreiben konnte und weil er auch in seinem Leben damit beschäftigt war, zu überleben, um ehrlich zu sein. Ja, es ging darum, um zu überleben. Im Nachhinein hat er 7 Kinder gehabt, Alhamdulillah, eine Ehefrau. Und aus den Kindern, Mashallah, ist allen etwas geworden. Ist keiner irgendwie ein Krimineller geworden oder irgendwas. Und für ihn war es halt immer wichtig, dass sie eine Bildung genießen können, in die Schule gehen können und solche Sachen. Und auf jeden Fall, die letzten 10 Jahre seines Lebens, muss man sagen, waren eigentlich vielleicht sogar die letzten 20, mehr oder sagen wir, die letzten 10 waren wirklich eine Qual gewesen. Ja, wo er wirklich ein Pflegefall gewesen ist, ständig krank war, Schmerzen hatte, nicht mehr selbstständig denken konnte in vielen Hinsichten, wo er es sehr schwer hatte. Und viele sagen dann, wenn man Nicht-Muslim hört, ach ja, jetzt ist er erlöst, jetzt geht es ihm besser. Wenn sie von jemandem so hören. Natürlich, was meinen Schwiegervater angeht, so habe ich eine gute Hoffnung, Alhamdulillah, weil es gute Zeichen gibt. Allah hat gewollt, dass er gerade jetzt in den letzten 10 Tagen vom Ramadan stirbt und die Leute, die ihn lieben, werden jetzt gerade in diesen Nächten bei Lailatul Qadr viel um Vergebung für ihn bitten und bittet auch für ihn um Vergebung, möge Allah ihn vergeben, möge Allah ihn ins Paradies führen. Ja, und wie gesagt, er hat immer gebetet, ist als Muslim gestorben, Alhamdulillah. Dann
die Moschee immer voll gewesen, als für ihn gebetet wurde. Und der Prophet a.s. und da in diesem Viertel, wo sie wohnen, in Marrakesch, da ist es so, dass dort richtig viele in Anführungszeichen strenggläubige Leute leben. Und das ist eine Gnade, liebe Geschwister, für euch, wenn ihr euch Orte sucht, wo ihr von praktizierenden Geschwistern umgeben seid. Und deswegen rate ich jedem, wenn er die Möglichkeit dazu hat, auszuwandern. Versucht hier irgendetwas zu lernen, womit ihr im Ausland einen Beruf machen könnt, damit ihr in einer islamischen Umgebung beerdigt werdet. Ja, der Prophet a.s. sagte, wenn ein Muslim stirbt und drei Reihen bitten für ihn um Vergebung, beten für ihn, ja, dann wird ihm vergeben. Und der Prophet a.s. sagte, wenn jemand stirbt und 40 Mann, die keinen Schirk begehen, bitten für ihn um Vergebung, so wird Allah ihre Fürsprache sinngemäß akzeptieren für ihn, weil das ist eine Art von Fürsprache für ihn. So, und das sind wichtige Sachen, dann, dass man in einem islamischen Friedhof richtig beerdigt wird. Ich hoffe ehrlich nicht, dass ich in Deutschland beerdigt werde, wenn ich mal sterbe. Ich hoffe, dass ich am liebsten wäre mir in Mekka, am zweitliebsten wäre mir in Medina, am drittliebsten wäre mir genau da in Marrakesch, in diesem Viertel, ehrlich gesagt. Ja, weil dort so viele Leute sind, die ich als gottesfürchtige Menschen ansehe, dort, wo meine Frau herkommt. Das ist erstmal die erste Lehre. Ja? Das heißt, die islamische Umgebung ist sehr, sehr wichtig. Die zweite Sache ist, warum diese genau, worauf ich eingehen wollte, da wird immer gesagt, ja, jetzt geht es ihm besser. Das wird immer gesagt. Wir können das nie mit hundertprozentiger Gewissheit sein. Wie gesagt, bei meinem Schwiegervater, möge Allah sich ihm erbarmen, rahimahullah, habe ich eine sehr, sehr gute Hoffnung. Aber manchmal hört man das bei irgendwelchen Leuten, ach ja, jetzt geht es ihm besser. Woher will man das wissen? Das Grab wird ein Garten, der Garten des Paradieses oder eine Kuhle, ein Loch, die Löcher des Höllenfeuers werden. Und da sterben manche Leute im kompletten Kuffer und Leute sagen, jetzt geht es ihm besser, jetzt geht es ihm besser. Alhamdulillah, wenn man im Tauhid stirbt, wenn man keine Toten angebetet hat, keine Heiligen angerufen hat, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet hat, Alhamdulillah. Und wenn Allah an erster Stelle für einen stand, okay, dann, warum ist es so, dass manche Leute so lange Qual haben? Warum ist Todesstrafe? Warum ist es nicht erlaubt, solche Menschen einfach einzuschläfern beispielsweise? Die Antwort ist ganz einfach. Der Prophet a.s. sagte, dass jeder Schaden, mit dem der Muslim getroffen wird, jeder Schmerz ihm seine Sünden wegnimmt. Und bei manchen Menschen ist es so, dass die lange Leidenszeit im Leben für sie eine Gnade ist, weil dadurch ihre Sünden auch vergeben werden, abgezogen werden, für die sie normalerweise im Jenseits büßen müssen. Im Jenseits ist es schlimmer. Das heißt, deswegen sollte ein Muslim sich auch nicht um den Tod bitten. Wenn er um den Tod bittet, bei Allah, sollte er es sinngemäß sagen, oh Allah, lasse mich leben, wenn du weißt, dass das Leben besser für mich ist, und lasse mich sterben, wenn du weißt, dass der Tod besser für mich ist. Die nächste Sache, die sehr wichtig ist, ist ein Hadith des Propheten a.s. Ihr seht, er ist mit 86 Jahren gestorben, ist kein junger Mensch mehr gewesen, aber die Zeit vergeht sehr schnell, liebe Geschwister, die Zeit vergeht sehr schnell. Und der Prophet a.s. sagt, irtanim khamsan kabla khamsin. Nutzt 5 vor 5. Irtanim kommt von Ranima. Das heißt, das soll man nehmen wie eine Kriegsbeute. Ja, nutzt diese 5 vor 5. Erstens sagt der Shababaka kabla haramika. Deine Jugend vor deiner Altersschwäche. Warum? Weil in der Jugend kannst du mehr gute Taten machen. Und wenn du diese guten Taten gemacht hast, in deinem gesunden Zustand, kriegst du denselben Lohn beschrieben, wenn du es nicht mehr kannst im Krankenzustand. Allahu Akbar, das ist die Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, wasihatika kabla maradika, und deine Gesundheit vor deiner Krankheit. Waranaka kabla fakrika, und dein Reichtum, bevor du arm wirst.
وفراغك قبل شغلك und deine freie Zeit, wenn du frei hast, bevor du beschäftigt bist. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich zum Beispiel merke. Ich hatte früher mehr Zeit zum Lernen für die Religion. Jetzt habe ich 5 Kinder, mehr Beschäftigung, ist mehr mit anderen Sachen beschäftigt. Deswegen diese Zeit immer nutzen. Nicht nutzen für Party, nutzen für gute Taten, nutzen für Lernen in der Religion. Und dann sagt er, und dein Leben vor deinem Tod. Dann eine andere Sache, die ich echt richtig bemerkenswert finde jetzt, worüber ich nachgedacht habe. Die Frau von meiner Mutter, ne? die Mutter von meiner Frau, Halima. Subhanallah, möge Allah sie belohnen, möge Allah sie festigen, möge Allah sie standhaft machen. Sie ist wesentlich jünger als ihr Mann. Und die ganzen Jahre hat sie praktisch sich so um ihn gekümmert, weil, wie ich gesagt habe, er war ein Pflegefall gewesen. Die letzten 20 Jahre schwer krank, man kann sagen, die letzten 10 Jahre ein richtiger Pflegefall ungefähr, ja. Und sie hat sich so um ihn gekümmert und ehrlich gesagt, das ist ein 24-Stunden-Job gewesen. Wenn du dich um einen Menschen kümmerst, der ein kompletter Pflegefall ist und der auch nicht mehr alles versteht und schon groß ist, das ist nicht wie ein Baby, das ist viel, viel anstrengender. Und sie hat das immer, immer weiter gemacht. Normalerweise sagst du dir, die müsste eigentlich jetzt erlöst sein. Konnte die letzten 10 Jahre keine richtige, rein theoretisch, gar keine richtige Freude mehr an ihrem Mann haben. Ja, der ist ein totaler Pflegefall, total schwer krank. Aber trotzdem macht sie das mit komplettem Enthusiasmus und steht dahinter. Man denkt sich normalerweise, boah, jetzt hat sie endlich mal ihre Ruhe, muss sie nicht so viel arbeiten. Aber ich weiß genau, wie sie ist. Jeden Tag wird sie jetzt so traurig sein, dass er nicht mehr da ist. Der das ganze Leben da ist, Subhanallah, also jetzt schon nicht das ganze Leben, aber schon so viele Jahre da ist. Und für den sie so viele Jahre als treue Ehefrau da gewesen ist, möge Allah sie belohnen. Und Subhanallah, das zeigt etwas, ja. Das zeigt etwas. Guck mal, normalerweise, das ist die ganze Zeit gar keine Freude mehr, nur noch Arbeit, nur noch Stress, nur noch Sorgen. Die Sorgen sind auf einmal weg, der Stress ist weg, die Arbeit ist weg, aber jetzt bist du traurig, weil du selbstlos hinter deinem Mann stehst. Und das ist etwas, liebe Geschwister, was der Prophet alaihi salatu salam gesagt hat. Er sagte, kullu dunya mata, die ganze Dunya ist ein Nießbrauch. Und der beste Nießbrauch der Dunya ist eine rechtschaffende Frau. Und hier möchte ich einen Appell auch sprechen an viele Frauen heutzutage. Ja? Viele Frauen sind heutzutage über alles Mögliche am Motzen, ehrlich gesagt. Ich habe schon erlebt, dass Frauen bei mir gemotzt haben, weil der Mann Wudu macht und das Badezimmer zu sehr nass macht. Ja, da ist zu viel Wasser neben ihm. Leute, wo sind wir gelandet? Wo sind wir gelandet? Hier, dieser Mann war ein kompletter Pflegefall gewesen die ganze Zeit. Ja? Und da muss man muss einfach in manchen Sachen auch, das heißt nicht, dass der Mann machen kann, was er will. Das heißt nicht, dass der Mann nicht auch der Frau, wenn er gesund ist, erleichtern soll. Aber man muss aufpassen, dass man in der Ehe nicht Kleinigkeiten zu einer großen Sache macht, die eigentlich keine große Sache ist. So viele Ehen werden getrennt, weil man sich an irgendeiner Kleinigkeit hochschaukelt. An irgendeiner Kleinigkeit wird sich hochgeschaukelt. Eine Sache ist eigentlich so ein kleines Problem, wo der wacht dann auf einmal, dass man wie so einen Luftballon aufgeblasen, bis es am Ende wirklich zur Scheidung kommt. Und deswegen sollte man wirklich alles versuchen, um die Scheidungen auch zu vermeiden. Und dazu gehört es auch, dass man den richtigen Ehepartner und die richtige Ehepartnerin aussucht. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann
Jeder Verlust hat irgendwo eine Weisheit. Meine Frau hat mir so leid getan gestern, dass ich mir gedacht habe, boah, ich muss jetzt irgendwas Gutes für die tun, ehrlich gesagt. Also hast du irgendeinen Wunsch? Kann man irgendwas besser machen? Man sollte die Zeit, die man hat, auch wirklich... Wir sind keine Leute von Carpe Diem. Ach ja, wir leben die Dunja, wir müssen die Dunja genießen. Aber da, wo Allah uns etwas halal gemacht hat, können wir die Dunja auch genießen. Eine Dua im Gebet, die der Prophet immer wieder gesprochen hat, ist Rabbana atina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qina adhaban nar. O unser Herr, gib uns Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits und hüte uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Das ist eine Dua. Wir bitten um Gutes im Diesseits, Gutes im Jenseits und hüte uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Und deswegen qualitative Zeit mit der Familie zu verbringen, ja, mit der Familie zu verbringen, gehört wirklich zu dem Khair in Dunya, gehört zu dem Guten in der Dunya, was man erbitten darf. Und deswegen sollte jeder schauen, dass er mit seiner Frau, mit seinen Kindern oder die Frau mit ihrem Mann, dass man versucht, qualitativ gute Zeit miteinander zu verbringen, dass man gemeinsam auch Themen hat, mit denen man reden kann. Und das, da fängt es auch schon wieder an mit dem Ehepartner. Ja, wenn man Ehepartner aussucht. Ja, man schaut nicht nur auf das Aussehen, man schaut auch nicht nur auf die Religiosität, sondern man schaut auch auf die Interessen. Sind die Interessen, gibt es Sachen, über die man reden kann, wo man Spaß hat, miteinander zu kommunizieren? Das sind Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Ich sage jetzt nicht, eine Heirat auf keinen Fall, eine Frau, die so oder so ist, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Oder heirat auf keinen Fall einen Mann, der so und so ist, aber es hilft ungemein. Es hilft ungemein. Ja, ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einige Sachen zum Nachdenken bringen. Macht viel Dua auch noch in der Nacht. Ich würde euch darum bitten, für meinen Schwiegervater, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies führen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. War auch immer jemand gewesen, der sehr stolz auf mich war. Also meine Familie in Marokko, die sind im Allgemeinen, die mögen mich sehr, sehr gerne und er war immer sehr stolz auf mich gewesen. Die fanden das auch immer so cool, ja, Arabisch gelernt, weiß viel von der Religion, man kann mich sogar fragen und so weiter, obwohl ich jetzt aus Deutschland kam, ne? Das ist schon dann auch etwas Besonderes gewesen. Und in Marokko kennen mich auch so viele und dann heißt es, wie, das ist dein Schwiegersohn und so weiter, ja. Naja, auf jeden Fall. Ich danke euch, liebe Geschwister. Was ist zum Schließung von Ansar, ob die eine Terrororganisation sind? Natürlich nicht, das ist Quatsch. Aber das kennen wir schon. Aber guck mal, Leute, ich will euch eine Sache sagen. Ich halte nicht viel davon, wie einige Brüder es waren, immer, oh, die bösen Kuffar haben uns das und das angetan. Und selbst wenn es wahr ist, weil wozu führt das? Wozu führt das bei den Muslimen? Wozu führt das? Es führt dann meistens dazu, dass wir nur noch Angst haben. Wir können nicht mehr, die sind so stark, wir sind so schwach. Sondern wenn ich über etwas rede, möchte ich eine Lösung haben. Ich will kein Nachrichtensender sein. Ja, hier das und das ist passiert. Und auch die Statements, die ich mache, sind keine Nachrichten. Es sind immer Lehren da drin. Wie jetzt gerade. Ich habe mich nicht hingesetzt, habe gesagt, der Vater ist um die und die Uhrzeit gestorben, hatte die und die Krankheit, sondern ich rede immer darüber, über Weisheit, die damit zusammentun. Ja, okay. Ja, das sind wirklich, und das möchte ich nochmal dazu sagen, ja, ich kenne so viel, das sind für mich glückliche Menschen dort. Also meine Familie aus Marokko sind für mich glückliche Menschen. Und ich habe es live miterlebt. Ich kenne Leute hier, ich kannte Stars, vielleicht sogar Superstars, die nicht Muslime sind. Und dort kenne ich die ganz einfache Familie mit ihren ganz einfachen Problemen, wo der ein oder andere jeden Tag so um sein Überleben kämpft, einfach was zu essen. Gerade jetzt in der Zeit von Corona ist es sehr, sehr schwer geworden für einige aus der Familie von meiner Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
für einen Bruder beispielsweise ist es sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Für meine Frau ist es natürlich auch jetzt ein bisschen blöd. Die werden natürlich gerne. Der Vater war jetzt die ganze Zeit sehr, sehr krank. Der lag längere Tage im Krankenhaus, dann war immer jeden Tag einer aus der Familie da. Das ist auch wieder dieser familiäre Zusammenhalt. Immer einer war da gewesen, ja. Und der große Bruder war dann da, während er dann gestorben ist. Der große Bruder von meiner Frau, der ist viel, viel älter als meine Frau, ja. Ist auch sehr, mashallah, sehr, sehr praktizierender Bruder. Ja, also, naja, auf jeden Fall, da war immer jemand da gewesen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, dieser familiäre Zusammenhalt, den man heute zutage in Deutschland meistens nicht mehr so sieht. Ja. Und, aber wie gesagt, einige aus der Familie von meiner Frau, sage ich jetzt mal so, in Marokko, bestimmt hier gibt es einige aus Marokko, die hier im Livestream sind, da ist jetzt schon, das ist ziemlich schwierig jetzt geworden mit dieser Corona-Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, da gab es eine Ausgangssperre. Und manche Leute dort in Marokko, die leben einfach von ihrem Kram, den sie auf der Straße verkaufen. Ja, es gibt Leute, die machen dann Stand, da verkaufen die dann Nana oder irgendwas anderes. Und auf einmal gibt es eine Ausgangssperre. Ja, oder in Agadir leben viele auch vom Tourismus, die haben Geschäfte, wo sie bestimmte Sachen verkaufen. Ja, wo würde ich auswandern? Wo würde ich auswandern? Ich würde auswandern dort, wo ich eine gute Möglichkeit dazu habe. Ja? Das Problem an der ganzen Sache ist, meine Kinder sind jetzt schon relativ alt. Das heißt, ich kann die nicht einfach so aus der Schule rausreißen. Ja? Meiner Meinung nach. In irgendeine Schule schicken und ganz neuer Schulstoff. In Marokko zum Beispiel müssen sie dann voll gut Französisch können, schon in der Grundschule. Ja, das ist nicht, das ist schwer. Also in Marokko würde wegen dieser französischen Sprache rausfallen, obwohl natürlich durch die Familie und so weiter wäre das für mich toll. Na, dort in Marokko. Es ist auch nicht so günstig, na, je nachdem, wo man lebt. Aber im Allgemeinen ist Marokko schon ein tolles Land, das muss man sagen. Also insbesondere, wenn man die Leute kennt. Wenn man da jetzt als Deutscher hingeht und gar keine Ahnung hat, es gibt natürlich auch nicht so gläubige Leute dort, sage ich jetzt mal. Ja. Auch Verbrecher, die es dann vielleicht auf einen abgesehen haben, die wissen, er ist Deutscher, der hat hier keinen Plan von der Welt. Aber natürlich, bei mir wäre das jetzt was anderes, weil die ganze Familie von meiner Frau ist dort etc. Und ich fände es natürlich auch gut, wenn meine Frau glücklich ist. Aber der Zug mit Marokko ist abgefahren. Wir haben das schon mal versucht. Ich konnte auch nicht auswandern wegen meiner Tochter, wegen der Krankheit. Ja, weil wir mussten immer auf die große Operation warten, die jetzt letztes Jahr stattgefunden hat. Was für mich, Saudi-Arabien ist zum Beispiel auch, wir wären bald nach Saudi-Arabien damals ausgezogen. Dann kam meine kranke Tochter auf die Welt. Wir hatten schon, meine Frau hatte schon ein Visa gehabt, die war auch angenommen an der Umm al-Qura-Universität. Aber dann kam eben die Tochter krank zur Welt, dann mussten wir Saudi-Arabien abschmieren. Und das Problem ist auch in Saudi-Arabien, dass du nie so eine wirkliche Sicherheit hast. Meiner Tochter geht es ganz gut, alhamdulillah. In Saudi-Arabien kann es heißen, von heute auf morgen, arrivederci. Du hast kein Ikama mehr, keine Aufenthaltsgenehmigung, dann fliegst du raus. Dann war super, es ist eigentlich Katar. Katar ist fortschrittlich, sauber, sicher. Gibt islamische Möglichkeiten, kein Französisch, gibt sogar deutsche Schule in Doha. Aber alles teuer. Das ist sehr, sehr teuer, Katar. Sonst wäre ich schon nach Katar ausgewandert, weil Katar ist ein sehr, sehr freundliches Land. Im Gegensatz zu dem, was sie hier alles erzählen, hier mit Sklaven und hast nicht gesehen. Ich habe extra mit vielen Arbeitern dort geredet. Ich meine, die Arbeiter kommen ja dahin, warum? Weil es ihnen besser geht als in ihren Ländern. Weil es ihnen besser geht als in ihren Ländern. Und in Katar nehmen sehr viele Menschen den Islam an, gerade weil die Kataris sehr, sehr nette Menschen sind, die sich auch um die Menschen sehr gut kümmern. Indonesien, Malaysia käme für mich nicht in Frage, weil die Kultur einfach zu fremd für mich ist. Ja? Ich kann kein Indonesisch, kann kein Malaysisch. Wie will ich mit meiner Frau dahin? Für mich würde, wenn ein arabisches Land in Frage kommen, und da halt eben käme halt für mich die Golfstaaten in Frage oder halt
Türkei weiß, weil ich kann kein Türkisch, wie soll ich meine Kinder dort in die Schule tun? Das heißt, für mich kämen eher die Golfstaaten in Frage oder halt Marokko, wenn jetzt in Marokko deutsche Schule, aber das würde auch wieder so viel Geld kosten. Ne? Na gut, liebe Geschwister, ich wünsche euch auf jeden Fall was. Wir hören uns inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.